Oh, wenn ihr wüsstet, heute war toll. Gern mal einen Daumen hoch, wenn der Ton stimmt. Nein, ein anderes Mal. Achso, okay, war nicht für mich. Ich mache mal den Chat ein bisschen tiefer, für die, die später nachlesen wollen. So. Und hab keine Daumen.
Ton passt. Ich habe 2 Sekunden vor der Sendung gemerkt, dass der Nagellack noch nicht drauf ist. Also habe ich das mal schnell erledigt. Jetzt schnell hier trocknen, 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 trocknen. Aber ich kann schon auf die Starttaste drücken. Ist geil. Kathi immer wieder. Hallo. Ich sag erstmal Hallo an Ashika, habe ich gelesen. Dann war Sia auf jeden Fall da. Hallo Adam oder Sascha, willkommen. Bist du auch mal da? Freki, danke, dass du Zeit hast. Danke fürs Reinschalten. Wer war noch da? Tobi und Frau und Würmchen natürlich auch. Hallo. Und ich glaube, ich habe alle gesehen, die sich gemeldet haben. Wer noch gegrüßt werden will, schreibt schnell in den Chat. Dann geht es heute um die Hasenschlappi, die Grüße an Blueberry. Die liebe Heidi ist am Freitag schon im Blabla-Café. Eigentlich war es für später geplant, aber wir schaffen das auch. Ich habe das falsche Set, fällt mir gerade ein. Ich habe eben extra noch eins gebaut. Ohne andere Kamera. Tada! die Heidi schickt mir ja gern mal so Schnittmuster vorbei. Und ich digitalisiere die dann für euch. Diesmal kostet das Schnittmuster 1 Euro, wenn ihr den richtigen Rabattcode aus der Facebook-Gruppe eingebt. Sonst 2,99 und ab nächste Woche Dienstag 2,99 für alle. Denn viele in der Uni-Gruppe haben gesagt, ja, ihr müsst jetzt endlich Geld dafür nehmen. Kann ja nicht sein, dass ihr immer alles gratis macht. Also haben wir da jetzt ein Kaufschnittmuster draus gemacht. Kein Freebie mehr, wie sonst. Aber 1 Euro ist ja nicht so viel. Kommt auch nur 48 Cent hier bei uns an. Aber du bist zu günstig. Ja, normalerweise machen wir immer Freebies für die Uni-Sendung, lieber Tobi. Und deshalb sind wir ja jetzt schon teurer als umsonst. Also wir steigern uns. Und für die, die das Schnittmuster mit Lizenz kaufen möchten, die dürfen das Schnittmuster dann 20 Mal pro Jahr mit einer erworbenen Lizenz verkaufen. Und ich habe mir dann heute gedacht, ich würde... Nee, nicht heute. Das ist falsch. Ich dachte mir die Tage, ja, da so viele immer fragen, ob es da auch Stickdateien zugibt, habe ich mir dann die Hasengesichter, naja, ausgedacht ist gelogen, denn die Heidi, schwups, denn die Heidi hat sich ja das erste Gesichtchen ausgedacht, das ist ja schon im Schnittmuster mit eingezeichnet, das wird dann mit Nähmalen am Freitag in der Live-Sendung, erklärt die Heidi euch das ganz lieb, mit Nähmalen, wie ihr das dann ohne Stickmaschine auf den Stoff bekommt, aber für die, die eine Stickmaschine haben, wollte ich so nett sein und dann auch ein paar Dateien erstellen. Und das ist dann hier dieses Set geworden. Kann man einzeln oder im Set erwerben. Rabattcode Hasen20, alles groß geschrieben, ist aber nochmal im Newsletter. Und der Rabattcode für das Schnittmuster findet ihr in der Uni-Gruppe auf Facebook. Ich glaube, alles groß geschrieben. Dafür muss man, glaube ich, noch nicht mal Mitglied in der Gruppe sein. Aber da ist irgendwo ein Rabattcode versteckt. Nur mal so nebenbei. Und dann sticken wir jetzt so ein. Unten rechts. Welchen habe ich ausgesucht? Ich habe den oben rechts ausgesucht für heute zum Sticken. Und dann drücke ich jetzt mal auf Play. Ich glaube, ich setze die einfach mal ganz frech hier oben so hin. Dann drücke ich gleich auf Play und dann stickt die Maschine schon mal los, während wir hier noch quatschen. So, die Sticky stickt, jetzt wird es wieder lauter, Hauptsache Zähnchen. Die Sticky, wo mache ich das denn? Kann man das hier so? Ja, ne? So,
dann sieht man noch alle. Lachen, Kati. Immer so schwer, wenn man gleichzeitig tippt und klickt und noch reden soll. Das geht. Achso, 15 Sekunden. Habe ich wieder nicht aufgepasst. War nicht für mich. Die Heidi wird am Freitag die Tasthaare des Häschens aus Lederresten machen. Ich dachte mir, wir sticken sie einfach. Ich kenne ja die Gefahr, wenn man eine Stickmaschine hat, dann will man nicht mehr so viel nähmalen und selber machen. Dann denkt man, ach, die Sticki kann das schon alleine. Daher habe ich die Tasthaare, heißen die glaube ich in echt und nicht Schnurrhaare, mit digitalisiert, damit man die nicht selber annähen muss oder noch Stoffreste suchen muss oder vielleicht gar keine Lederreste zu Hause hat. Daher dachte ich mir, komm, sticken wir sie einfach mit. Vor mir sein. Ihr redet miteinander, nicht mit mir, ne? Muss nicht alles nachlesen, glaube ich. Im Hintergrund sieht man meine tolle Beleuchtung. Ich bin jetzt erleuchtet, dank Tobi. Da habe ich nämlich ein Päckchen bekommen mit ein Mikrofon drin. Das heißt, beim nächsten Mal gibt es auch schon besseren Ton. und dann sieht man hier, leider ist, ich sehe gerade die, wenn ich gleich getrocknet bin, kann ich das Stickvlies oben in der Ecke, da ganz darüber, ein bisschen auf Seite tun. Denn dahinter steht eine lustige Lampe. Vielleicht sieht man es so. Da kann ich jetzt auch ein bisschen Stimmungswechsel in klein machen. Da gibt es vielleicht dann auch noch einen Button für demnächst. Der Gerät. Der Bot hat gerade noch die Umfrage reingehauen. Da war der ja schon alle fleißig am Tippen. Ich habe gesehen, Sticker malen und Hatch sind jetzt auch sehr weit hochgerutscht. Ich muss hier sitzen, dann sieht es besser aus. Das gibt es dann auch demnächst. In der nächsten Sendung wird aber erstmal was für die liebe Inge gestickt. Die hat ja Koalas und ein Lama oder Alpaka und eine Nähmaschine geordert. Die werden wir teilweise hier gemeinsam im Stream sticken. Und wahrscheinlich morgen, wenn nichts dazwischen kommt. 17 Uhr ist ja Mittwoch immer geplant. Ja. Jetzt wird die Herznase vorgezeichnet. Dafür habe ich noch keinen Stoff bereitgelegt. Ich glaube, mein Hase wird ja lila, wie man sieht. Ich glaube, die Nase wird mint, damit alles im Kati-Style wieder bleibt. Den Stoff habe ich noch nicht bereitgelegt, aber den hole ich mal gerade aus dem Schrank. Dann lege ich den auf, dann wird der fixiert. Und dann werden auch schon die Augen, glaube ich, gestickt. Und für die Zähnchen hole ich direkt auch schon mal Stoff aus dem Schrank. Jetzt ist nämlich gerade wieder so schön leise. Und da ich das so gern sehe, lasse ich jetzt noch mal ein paar Nähmaschinen hier rumfliegen. Bin in 2 Sekunden an der Maschine. So, ich habe hier noch so ein bisschen Flausche-Stoff in Mint. Fehlt da irgendwo schon eine Ecke? Da. Dann legen wir die drauf. Kohlensäure, ich lerne das nie, ne? heute leider keine Kamera von oben, da der Drucker noch da steht. Meine Kommandos, da fehlen noch die Leerzeichen. Diesen Command muss ich noch ändern. Wie ihr vielleicht schon wisst, der Sascha ja noch nicht, aber die anderen, den Stoff jetzt auf die zu applizierende Stelle auflegen und schauen, dass alles bedeckt ist, damit nachher keine Lücke in der Nase ist. Räuber! Oh ja, ja, da wollte ich hin.
ist wieder weg. Super. Ich suche die Schere. Wie immer. So, dann einmal aus dem Rahmen raus. Nee, nicht aus dem Rahmen raus. Oh. Hack gibt es bei mir leider noch nicht, Christa, aber fühl dich geknuddelt. Bei mir gibt es auch kein DJ-Loben. Leider, also habe ich auch mal wieder die Musik vergessen, aber jemand sagt ja, meine Musik im Stream wäre überbewertet. Leider fehlt heute die Kamera von oben, habe ich ja schon erwähnt. Aber ich erzähle dann einfach, dass ich gerade das Herz ausschneide. Oh. Flackert die Lampe da so in echt? Nee, ich glaube nicht. Mach nochmal hier auf lila. Lustig, im Bild flackert es in echt nicht. Ich dachte schon, die Lampe macht wirklich Party. Ja, der Tobi hat mir ganz viele tolle Spielereien eingepackt. Unter anderem ein Mikrofon. Also ab morgen wahrscheinlich wird es besseren Ton geben. Und ohne mein Laptop rauschen. Schnipp, schnipp, schnipp. Ich kann sich nur noch um Stunden handeln. Räuber, du bekommst ein lecker, lecker. Wo ist der Räuber? Wo ist der Räuber? Ich habe heute auch leider keine Räubercam eingerichtet. Schande auf mein Haupt, aber ich nehme ihn mit ins Bild. Räubi, Knuddel und Leckerli. Komm schnell, der kommt. Ja, ja fein. Oh, komm her. Guck mal da. Wo sind die anderen? Ist ja noch ein Leckerschuh. Soll man keinem verraten? Yum, 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 yum. War gut? Magst du Danke sagen? Guck mal, wo ist die Christa? Wo ist der Tobi? Einmal Danke sagen. Dankeschön. Und oh, wo sind die Leckerchen? Bitte leider noch ein bisschen warten. Gibt's nicht so oft die Leckerchen, denn sonst wird der Räuber ja fett. Winke, winke. Ja, der Räuber ist viel größer als die kleine Kathi. So, das lernen wir noch hier mit dem Umschalten. Ich war am Schnibbeln. Ja, zerkratzt du ruhig meinen Mandala-Teppich. Der ist ja nicht teuer gewesen. Ich hab nicht gemeckert. Räuber, bitte. Also... Ich muss noch nicht mal fies werden. Ich wollte den Räuber gerade Hans-Jürgen oder Kai-Uwe nennen, aber nein, er hat vorher aufgehört zu kratzen. So. Typisch Kathi, würde ich sagen. Mint, na. So, links und rechts, das lerne ich noch. Bin leider wieder weg. Tschüss, ja, war schön, dich zu sehen. Freue mich vielleicht auf morgen. Und genieß dein neues Feierabendgefühl. wird jetzt wieder eingespannt. Ich glaube, dann kommt als nächstes die Zähnchen vorzeichnen. Geht richtig schnell. Oh, Kerstin. Jetzt erst gesehen beim Bye-Bye. Wir sticken ein Hasengesicht. Hast du bestimmt schon auf Insta mitgekriegt, ne?
Ja, die Zähnchen. Liebe Kerstin, die Stickdateien waren leider nicht im Team, da die gestern recht spontan entstanden sind, als die Heidi mir sagte, ich muss doch am Freitag schon in die Sendung und nicht erst in 3, 4 Wochen. Also gab es die leider nicht zum Testen in der Gruppe. Aber die Gruppe darf sich gerne melden, wenn sie die Hasengesichter noch haben möchte, um auch schöne Bildchen zu machen. Die kann man natürlich auch für andere Hasen verwenden. Da bin ich nicht so, dass ich sage, nur für Hase Schlappi von Heidi. Was hat die Kathi vergessen? Den Zahnstoff aus dem Schrank zu ziehen. Ich sehe gerade, ich habe hier weißes Flausch. Können wir ja Haare auf den Zähnen machen, aber nee, besser nicht, ne? Einmal weiß. Super vorbereitet, Kind. Weiß ist immer so ein Problem bei mir. Ich habe eher bunte Stoffe und weiß. Wo könnte noch ein bisschen weißer Stoff sein? Ja. Gut, dass ihr meinen Stoffschrank nicht seht. Danke, Kerstin. Freut mich. Ich hatte ja nur eine Vorgabe von Heidi. Oben links der erste. Da quakt jemand nebenan. Keine Ahnung. Ich hole mal den weißen Stoff. Oder ansonsten gibt es gelbe Zähne. Oh, ich bin lustig. Ich habe weißes Kunstleder gefunden. Ist ja mein Hasi. Und nicht zum Verkaufen, also gehen auch Kunstlederzähne. So einfach ist das mit einer Stickmaschine. Ach, Filz, ja. Es hat die Lampe runtergeschmissen. Die soll wohl nicht da stehen. Dann bleibt sie da. Aber dann können wir halt da Stimmungswechsel. Irgendwie verbastel ich die hier ein. Öfters runtergefallen. Naja, sie hat es überlebt. Leuchtet auch noch. Dann werde ich jetzt nochmal die Zähnchen ausschneiden. Also heute ist wieder so ein lustiger Stream. Wie man vielleicht merken könnte, sehr professionell, alles vorbereitet und so weiter. ich habe auch kurz vor der Sendung wurde mir angezeigt. Ach ja, da sieht man ein bisschen von meinem Chaos. Wunderbar. Kurz vor der Sendung wurde mir auch angezeigt, dass das Kamerabild von der Sticky, das ist eine App, dass die App abgelaufen ist in der Testversion und dass ich jetzt in noch schlechterer Qualität damit streamen kann. Die Schere ist Murks dafür. Die hat ja eh schon zwischendurch immer mal gehangen. Hallo CD Teddy, freut mich, dass du auch da bist. Wir sticken gerade ein Hasengesicht, das es leider nicht ins Team geschafft hat, beziehungsweise sie haben es alle nicht ins Team geschafft, weil das gestern alles so schnell gehen musste, da die Inge-Sendung am Freitag im Blabla-Café ausfällt und dann die Heidi einspringt, beziehungsweise früher kommt als geplant und dann musst du auch das Schnittmuster früher als geplant raus. Und die Stickdateien sind gestern erst spontan entstanden, aber ich würde die euch auch gerne noch in der Probegruppe, in Designgruppe zur Verfügung stellen. Falls ihr auch ein paar Häschen habt, die noch Gesichter brauchen. So, einmal die Zähne ausschneiden.
Ich hoffe, das Telefonat von nebenan hört man hier nicht so laut. Die Kamera von oben ist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Fähnchen. Die werden gerne. Die werden jetzt noch umrandet und die Augen werden gestickt. Wir sticken oben links. Ja, oben links sticken wir gerade. Augen. Die gibt es ja auch einmal noch in der Variante mit großen Pupillen, wollte ich sagen, aber die Pupillen bleiben gleich von der Größe. Und danke an Anka kann nähen. Kathi und Namen vorlesen. Ich hoffe, ich werde irgendwann besser darin. Aber hat ja funktioniert. Hoffentlich habe ich alles richtig vorgelesen, aber ich denke schon. Danke sehr. Die sind auch recht schnell gestickt, würde ich sagen, wenn man nicht nebenbei so ein Live macht. Wobei, wir sind ja erst 24 Minuten dran mit Quatschen. Ich sehe, da kommt ein bisschen weißer Unterfaden hoch. Aber ist ja mein Häschen. Vielleicht sieht man es am Ende gar nicht so doll. Die Nadel sah krumm aus im Video. Aber warum schaue ich überhaupt da aufs Video? Schon wieder Unterfaden. Naja, wir hoffen das Beste. Ich wollte noch was loswerden. Ich habe es vergessen. Das ist immer dieses Live. Da ist irgendwie das Gehirn so leer danach. Um das Herz zum Beispiel sieht man jetzt so einen Rand. Am besten so knapp wie möglich abschneiden. Umso eher sieht man hinterher keinen Stoff dadurch blitzen. Für die, die noch neu beim Sticken sind. Welchen Tipp könnte ich noch geben? Avalon-Stickfolie würde ich sagen, braucht man diesmal nicht auflegen, da man... Macht's gut, viel Spaß, noch schönen Tag euch dreien. Viel Spaß und danke fürs Paket. Ich freue mich da heute noch den ganzen Tag drüber und dann beim nächsten Mal mit Mikrofon. Also wieder dabei sein. Nur ich bin weg. Okay, dann. Ich lasse euch meine zwei Lieben da. Siehste, habe ich überlesen. Viel Spaß. So, da fängt schon die Schnute an. Die Zähnchen werden versäubert. Und wie ihr seht, die Stickmaschine rennt durch, ganz alleine, ohne Fadensprung. Da hüpft wieder Material, wie Frau TNT letztens schon mal bemerkt hat. Die Zähne hätte ich ein bisschen knapper schneiden können, wie man sieht, da blitzt ein bisschen weiß raus. Oh, da noch mehr. Böse Kathi. Aber wie gesagt, ist ja mein Häschen, sieht hinterher keiner, außer die, die mich besuchen kommen irgendwann. Denn der Gute sitzt ja... Oh, da schaut auch Zahn raus. Kathi, nicht gut zurückgeschnitten. Aber dafür mache ich die Fehler, damit ihr die dann nicht auch machen müsst. Ist doch toll, oder? Also mit sieht doch besser aus. Ich glaube, da kann sie auch nicht mehr runterfallen. Wer von euch ist denn am Freitag auch beim Live dabei im Blabla-Café, um das Schnittmuster zu nähen? Mitzunähen, muss ja mal so fragen. Einmal kann ich euch den Link auf jeden Fall noch in den Chat knallen.
Da gibt es das Schnittmuster mit Rabattcode bis nächsten Montag für 1 Euro. Den Rabattcode fürs Schnittmuster findest du in der Facebook-Gruppe von One vom Blabla-Café. Ansonsten 2,99 und ab nächsten Dienstag 2,99. Und die Schnittmuster-Kaffeekasse habe ich im Blogpost auch noch dabei verlinkt, weil die Mädels aus der One-Gruppe sagen, wir verlangen viel zu wenig für unsere Stickdateien oder Schnittmuster. Und deshalb habe ich das natürlich auch wieder in der Nähe verlinkt. Hier ist noch der Blogpost zum Hasenschlappi, der ein bisschen Zahnüberschuss hat, sehe ich gerade. So, jetzt könnte ich mir noch überlegen, mache ich die Versäuberung der Nase auch in Schwarz? In Rot eventuell sogar? Oder in Mint? Was würdet ihr denn nehmen? Ich würde Mint oder ein lila Pinkton. Aubergine, weißen vielleicht auch, aber vielleicht würde mir ein lila Ton oder Mint besser gefallen. Was würde mir denn besser gefallen? Ich weiß gar nicht genau. Was würdet ihr denn sagen? Mint? Fände ich auch toll. Sieht auf jeden Fall dann so gewollt aus, sagen wir mal so. Bei Rosa könnte es wieder ein bisschen knalliger werden. Schwarz wäre mir zu langweilig. Eine Stimme für Mint. Dann wird es wahrscheinlich Mint. Oder Kontrast. Welche Farbe würdest du denn als Kontrast nehmen? Schwarz oder was in die Richtung lila, pink? Rosa. Dreimal Mint, einmal Rosa. Noch kannst du sagen, wenn du einen Farbwunsch hast. Also, da bin ich ja offen für. Wir hätten auch Multicolor. Ich habe keinen Ton mehr. Du. Siren. Sind sie wieder da? Mint. Da kam noch ein Mint. Also werde ich mal den Mint aus dem Schrank suchen, denn Mint hängt nicht auf meinem tollen neuen Ständer. Manche fragen sich ja seit... Ton ist wieder da. Sehr gut. Manche fragen sich ja, was ich in den letzten Tagen da so wild drucke. Ich kann ja mal eins zeigen. Hier ist... Ja, richtig, was passiert. Ja, der Hase ist fast fertig. Also ich kann fast Feierabend machen, gute Laune. Mit gute Laune. Denn gute Laune hat heute frei und sitzt in der Küche und muss warten, bis ich fertig bin mit meinem Live, der Arme. Mint. Mint. Das ist Türkis. Das ist nicht so schön, also nicht perfekt, sagen wir mal so. Jetzt muss Kathi arbeiten. Und einmal... Sehr gut. Einmal das Sofa verschieben. Nö. Alle an der Wand. Das passt doch. Prima. Also für die, die sich gefragt haben, was ich seit Tagen drucke, kleine schwarze Pinöppels druckt die Dame, um ihre Garn Rollen aufzuhängen und dann, na komm her, lassen sie los, irgendwann auch die passende Unterfadenspule immer griffbereit haben,
wackelt ein bisschen, aber hängt ja bald an der Wand. Einmal aufs Sofa geschmissen. So, dann fädeln wir mal Mint ein und sticken los. Hallo an alle, die eben dazugekommen sind. Ja, sind nicht viele, aber hallo. Also nicht viele, die sich laut gemeldet haben, sagen wir so. Einmal Faden rein. Kann ja mal frech da was nachgucken. Hallo Andi. Luca. Alles klar, ein paar bekannte Sichter, ein paar unbekannte. Fetten Respekt von uns, richtig cool geworden. Ist ja noch gar nicht fertig. Oder meinst du die Lampe im Hintergrund? Danke dafür. Hi Wings, auch nach langem mal wieder da. Hi. Wir sticken heute nur ein kleines Hasengesicht. Die Hasenschnittmuster gibt's seit heute. Weiß ja nicht, ob du wieder an die Nähmaschine hoppelst oder mal wieder zum Nähen gekommen bist in letzter Zeit, aber das ist heute frisch erschienen und wir sticken gerade so ein Hasengesicht. kein Problem, war kein Stress. Stressig gemeint, der Kommentar von wegen, du musst. Nein, alles supi. Schwipp, schwipp, irgendwo müssen sie ja hin. Die Hasen gibt's neu als Schnittmuster von der Heidi. Mit der mache ich immer so Kooperationen. Die Design-Schnittmuster schickt mir dann die Schnittmuster. Und ich digitalisiere die dann für die UNE-Community. Und freitags nähen wir dann immer gemeinsam live. Normalerweise stehe ich mit Heidi mitten im Studio. Dank der aktuellen Lage war ich jetzt schon zweimal nicht dabei. Aber im Juni spätestens bin ich auch wieder da mit Stickdateien. Und vorher gibt es wahrscheinlich auch noch ein Stickmuster von mir, von einem Geldbeutel. Da werde ich dann auch mal ohne Heidi da sein. Und dann hoffentlich, wenn das alles wieder vorbei ist, wieder mit Heidi. Und wer irgendwann mal bei mir für die Kanalpunkte unten am Chat die Sterne immer fleißig sammeln, da kann man zum Beispiel Storytime einlösen. Und dann erzähle ich euch mal, wie das so war, wie wir zum UNE als Moderatoren gekommen sind. Ob das geplant war oder... naja, Zufall ist es nicht gewesen, aber die Geschichte irgendwann erzähle ich dir auch mal hier nochmal. Und ja, wir sind schon in den letzten Zügen des Hasilein. Also die Mint-Farbwahl finde ich doch, sieht sehr professionell aus. Also wenn man Ton in Ton da arbeitet, sieht es eigentlich wie aus dem Geschäft aus. Bei den Zähnen unten zum Beispiel weiß zu nehmen, wäre auch gegangen. Ich fand es aber schöner, diese Abteilung? Achso, ja doch, das kann man für mehrere... Teekäse sind schön. Also die Einteilung vielleicht auch so. Vom Zahn in Weiß fand ich nicht so gut. Also schwarz war doch da die ganz gute Wahl. Geschafft. Sterne in den Zaubertopf werfen. Zum Beispiel beim Adam, der auch noch hier im Chat ist. Der hat ein Kanalpunkte verbrennen Button. Da kann man seine Kanalpunkte reinwerfen, also bei mir, bei ihm kann man sie verbrennen, bei mir wirft man sie in den Zaubertopf. Dadurch kann ich besser zaubern. Und du bist deine Kanalpunkte los. Also für die, die keine sammeln wollen, aber trotzdem sammeln, weil der Suchtknopf sagt, du musst jetzt diesen Knopf drücken, weil er leuchtet, die können da einfach ihre Punkte einfach verheizen.
Ja, und bei mir sind es ja Kreativsterne. Und durch Kreativsterne wird Katis Magie immer größer. Ich laber. Also bei anderen gibt es die Affengruppe. Also da sind alles Affen. Ich trinke. Bei den anderen sind alles Elfen. Die Abonnenten sind dort Elfen. Hier sind die Abonnenten noch Kreative, bis mir was Besseres einfällt. Im Intro und im Outro steht ja immer: Willkommen im Universum von Kati Kreativ. Da unten irgendwo ist ja auch so ein Glas mit einem Universum drin. Und da dachte ich, wenn man hier die Punkte verbrennen, verheizen möchte, dann werden die einfach in den Zaubertopf geworfen. Aber schön, der Gedanke. Ja, ja, ein bisschen Kreativität ist dann doch noch vorhanden. Nein. Manchmal denke ich, ach, so kreativ bist du gar nicht, aber heißt jetzt nun mal so, kann ja nichts mehr dran ändern. So, man soll sich ja nicht immer schlecht reden. Ich zeige euch den fertigen Hasen. Wie war die Hasenwerbung? Ich zeige den richtigen Hasen. Ist okay. So, direkt das, was ich eben gesagt hatte. Andere Seite. Hier hätte ich den Zahn noch etwas mehr zurückschneiden dürfen. Deshalb schaut der jetzt da an der Seite raus. Jetzt können wir den da so groß hinmachen, weil ist ja eh vorbei. Also heute war es eine schnelle Nummer mit Hasengesichtern, denn am Freitag nähen wir gemeinsam dann den Hasen Schlappi mit der Heidi in der Live-Sendung 17:30 im Blabla-Café. Daher hatte ich heute nicht so viel zu tun, außer ein Hasengesicht zu sticken. Da habe ich euch mitgenommen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Heute. Ja, also wer mag, kann die Gesichter einzeln kaufen oder im Set. Sage ich nichts Falsches? Nee. Man kann sogar ein Set mit allem kaufen, mit Schnittmuster und Lizenz und so weiter. Alles in einem Paket. Ich kann noch mal den Blogpost verlinken. Kohlensäure. Da dürften alle Informationen beisammen sein. Und da findet man auch noch mal den Wichtel von Weihnachten darum. Der ist noch free, aber wir haben uns ja jetzt gedacht, oh, gute Laune haut noch einen raus. Wir haben uns ja jetzt gedacht, dass, oder wir wurden dazu gedrängt, die Schnittmuster jetzt für, oh, hast du gehört, gibt ein Leckerchen, für wenig Geld anzubieten, anstatt für gratis. Noch gibt es den Wichtel gratis und die anderen Freebies von Heidi und mir sind auch noch alle gratis. Kann aber sein, dass sich das demnächst ändert. Also vielleicht nochmal, ich wäre so, ich ganz nett. Freebie. Könnt ihr hier in den Chat eingeben. Dann findet ihr immer den Link zu allen Freebies. So viel runterladen wie geht, solange sie noch kostenlos sind, mein Tipp. Und der Räuber bekommt jetzt nur ein Lecker-Lecker. Und dann mache ich auch schon Feierabend, weil, wie gesagt, mein Mann ist heute zu Hause. Und dann will man ja auch ein bisschen Zeit verbringen gemeinsam. Oi, Bibi. Oh, da war der Bot so nett und hat auch noch den Link zum Shop gepostet für euch. Hier, mein Schatz. Und hopp. Oh, wir sind nie so richtig im Bild. Ich merke gerade, mein Stuhl ein Tick höher. Dann sind wir. Warte, gib doch ein Leckerchen. Komm mal her. Und hopp. So. Oh. Warten. Geduld. Geduld. Kann ich nicht gute Hundegesichter nachmachen? Komm, wir sind nicht so. Es gibt noch eins.
Eine Dame hatte mal im Chat gefragt, ob die denn abgezählt sind, damit der Hund nicht zu dick wird. Ich streame ja nur zweimal die Woche. Und die Leckerchen sind kleiner geworden als am Anfang. Jo, schon weg, ne? Also ich glaube, der Räuber wird nicht fett dadurch. Nochmal Tür sagen? Guck mal. Räuber bedankt sich für die Leckerchen, lieber. Gute Laune. Ja, sonnigen Nachmittag, genau. Also wenn ihr könnt, ab noch in die Sonne. Wie, armer Räuber? Der freut sich, hier zu sein und Leckerlis abzugreifen. Wieso arm? Ich glaube, der freut sich. Oder wegen dem Knuddeln. Wegen den Knutschis? Das könnte sein. Räuber, noch ein Kussi? Nee, ich will keins. Nein, 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 warte. Ich wollte dir eins geben. So viel Diät. Der Räuber ist nicht auf Diät. Nein, der Räuber ist nicht auf Diät. Habe ich das gesagt? Der hat heute noch nicht so viel gegessen, wie er essen dürfte. Ja, wenn noch jemand eine Frage hat, würde ich die beantworten. Ansonsten wäre ich gleich schon wieder weg. Dann ist ja gut. Nein, der Räuber ist nicht auf Diät. Dem geht's auch wieder besser. Ne? Moin, Stinkepupi. Das will man hören als Hund. Stinkepupi. Hm? Hast du noch was zu sagen? Wo sind die Leckerchen? Dankeschön. Er ist zu schlank und sportlich, unser Räuber. Hallo, Nadelfee. Eins? Okay, da ist eine Eins dahinter. Hallo. Noch eine Frage zum Hasengesicht. Ansonsten war es das schon für heute. Würde ich noch... Ja, freu du dich mal. Würde ich noch jemanden raussuchen zum Raiden? Ich könnte ja sein um die Uhrzeit, dass jemand da ist. Wieso ist Vince online? Also echt. Also ich muss... Häkeltanten. 3D-Drucker. Wo schicke ich euch hin? Habt ihr noch Lust? Fadenhexerie. Da macht jemand Kreuzstich mit der Hand. Nähcafé, der... Entschuldigung, ich habe dich mit der Nadelelfe verwechselt, weil die ja sonst immer hier im Chat auch ist. Heidi! Entschuldigung, wir können noch nicht raiden. Liebe Heidi! Ein Hasengesicht wurde gestickt. Vince braucht Ablenkung. Okay, ja, dann weiß ich ja, wo ich gleich hin muss. Heidi. Oh, live? Nein. Tada! Schau mal hier, liebe Heidi. Ich habe ganz fleißig Werbung gemacht. Nochmal für unser Schnittmuster. Nicht weinen. Der Papa kommt gleich wieder hier rein. Keine Sorge. Der arme Hund. Dreimal schön gesagt und dann doch wieder am Rumquietschen. Ja, ich habe hier fleißig Werbung gemacht für unser aktuelles Projekt. Und cool, dass du auch zu Twitch gefunden hast. Morgen 17 Uhr bin ich wieder live. Ja, freut mich, dass du die jetzt aufstiegst. Join. Ah, der Bot hat gerade die Telegram-Gruppe verlinkt. Falls jemand bei Telegram ist und stickt und öfter mal eine Frage zum Thema Sticken hat, da kann man die stellen und kriegt schnell eine Antwort in meiner Stickgruppe auf Telegram. Oh Heidi, ich wäre so gerne am Freitag da und würde dich einfach nochmal knuddeln, weil ich dich schon so lange nicht mehr gesehen habe. Aber ja, ich weiß, alles doof im Moment. Irgendwann können wir das auch wieder machen. Finde es cool, dass du spontan die Freitagssendung übernimmst. Morgen sticke ich hier was für unsere Inge aus dem Chat. Keine Hasengesichter mehr.
Aber wie gesagt, habe meinen Hase vorbereitet für Freitag. In lila, Mint natürlich. Und dann können wir gemeinsam nähen. Oder du nähst vor und wir nähen nach. Und du darfst unsere Fragen beantworten. Und wenn noch jemand Fragen an mich hat, dann bin ich morgen ab 17 Uhr wieder live hier auf dem Kanal. Wenn du, liebe Heidi, würdest du noch auf Folgen drücken? Das ist unten in der Nähe vom Chat. Unten rechts. Dann hüpft hier noch eine Nähmaschine durchs Bild, weil wir uns so freuen, dass du folgst. Und dann bekommst du sogar immer eine Nachricht, wenn ich live gehe. Dann musst du natürlich nicht schnell live kommen, aber kannst. Nur so als Tipp. Komm, trau dich, drück auf Folgen, drück auf Folgen. Darauf warte ich jetzt noch. Vorher mache ich den Stream nicht aus. Da war gerade ein Mist, ein Stehkragenhotel, das ist auch ein Freebie auf meinem Blog. Müsst ihr mal schauen. Ich kann noch mal hier Ausrufezeichen Freebie reinschreiben, wenn es denn tippt. Heidi findet den Folgen. Ah, Heidi hat ihn gefunden. Freut mich, dass du jetzt auch ja, eine kreative Tante warst ja vorher schon. Aber jetzt bist du eine kreative Kati-Tante. Und ich muss mir da noch was für einfallen lassen, was ihr denn seid. Elfen sind wir ja hier keine. Ja. Alles okay. Du bist ja auch zeitversetzt, wie die alle anderen auch. Wer möchte und noch nicht bei der Umfrage mitgemacht hat, mein Bot hat da auch nochmal die Umfrage geteilt. Gerne anklicken, worauf ihr Bock habt in den nächsten Streams. Das wird dann alles nacheinander mal Räuberknuddeln. Okay, Räuberknuddeln wird dann meine letzte Amtshandlung. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Ich in meinem Yoga-Pulli, da fühle ich mich ja am wohlsten, ne? In diesem Sack. Natürlich, oh, ist da etwa ein Fleck drauf? Natürlich selbst genäht. Noch ein Knuddler von Tobis Frau. Ich weiß auch jetzt den Namen, aber ich sag ihn nicht laut. Gehen wir noch mal in die Sonne. Weißt du dich? Sie hat rausgesagt. Schnell weg hier. Ja, also ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Wenn ich hier raussage, dann ist es dringend, denn der Räuber ist dann hektisch. Habt noch einen schönen Nachmittag. Ich lasse das Outro laufen. Kann in der Zeit noch ein bisschen tippen im Chat. Liebe Grüße. Und dann, ja. Bis morgen 17 Uhr.